Moin moin und damit willkommen zu einem Tutorial. Und zwar soll es heute gehen um Distanzklassen nach DSA 4.1, warum man diese optionalen Regeln benutzen sollte und nicht rauskürzen, und wenn man sich dazu entschieden hat, wie das überhaupt funktioniert. Ich erkläre hier also jetzt die Vorteile, warum man mit dieser Regel spielt. Gut, ich fange einfach mal von unten nach oben an. Die kurzen Waffen beginnen und ich gehe dann zu den längeren Waffen. Es geht dabei dann nicht um den Schaden, sondern es geht vielmehr um die Länge der Waffe. Ihr könnt das dann hier auch abgebildet sehen, wie die Waffenlänge dann nach oben ansteigt. Und ja, da fangen wir an mit H. H wie Handgemenge. Das heißt, wenn ich in einer Tavernenschlägerei bin und ja, da kann man sich natürlich prügeln mit den Fäusten, entweder nach Raufen oder nach Ringen. Man kann aber auch seine Dolche oder einige Nahkampfwaffen wie zum Beispiel den Schlagring kann man dann auch in H benutzen. Und ja, ihr könnt das dann hier abgebildet sehen. Die sind natürlich relativ kurz. Die kürzesten Waffen, die kann man dann eben auch in so einer Schlägerei sehr schnell ziehen und behindert sich dann an dieser Stelle nicht. Ja, das also kurz die Vorstellung zu Handgemenge Waffen bzw. der Distanzklasse H. Dann wird es wesentlich länger, der Nahkampf N, Nahkampfwaffen. Das ist natürlich alles irgendwie Nahkampf, aber wir sprechen hier dann von so einer Distanz wie ungefähr eine Armlänge, vielleicht noch ein bisschen mehr Abstand. Und die zu überbrücken, also diese eine Armeslänge kann man dann mit einem verlängerten Arm machen, zum Beispiel mit der Axt, mit einem Schwert und einer Fechtwaffe. Das sind so ganz grob zusammengefasst die Nahkampfwaffen. Die sind dann auch, wie gesagt, ein bisschen länger. Ihr könnt es ja hier, wie gesagt, sehen. Und ja, das sind so die Waffen, die man da benutzen würde. Ja, wenn wir etwas länger werden wollen, dann gehen wir in die Distanzklasse S. Das ist dann eigentlich abgekürzt Stäbe. Das heißt, auch der Magierstab oder der Wanderstecken würde da reinfallen, wenn man damit kämpfen möchte. Das ist aber in diesem Fall auch dann der Zweihänder, beziehungsweise hier in diesem Fall dann der Andergaster abgebildet. Ja, die Waffen sind dann natürlich noch einmal deutlich länger. Im eigentlichen Mittelalter wurde damit auch gar nicht zugeschlagen, sondern zugestochen über einen großen Schildwall. Das sind dann die Menschen, die in der zweiten Reihe stehen und dann über die Kameraden in die andere Schildreihe hineinstechen wollen. Das ist der eigentliche Hintergrund, aber wenn wir jetzt hier mit einem DSA-System agieren, dann kann man dann natürlich auch mit zuschlagen. Gut, wir gehen noch eine Distanzklasse weiter. P steht nicht für Peitsche, sondern für Pike. Hier dann auch abgebildet und diesen etwas länger. Könnt ihr hier auch wiedersehen. Also auch da ideal zum Zustoßen über Schilde hinweg, um da dann eine ganze Menge Schaden zu verursachen. Es gibt noch eine weitere Distanzklasse, X, da komme ich dann aber später zu, wenn wir uns verinnerlicht haben, wie der Kampf so ein bisschen funktioniert und welche Vor- oder Nachteile man hat mit langen oder kurzen Waffen. Und dann am Ende erkläre ich, was die Distanzklasse X zu bedeuten hat. Hier bitte nicht verwechseln, die etwas längere Waffe in der Mitte. Das ist keine Distanzklasse X-Waffe, das ist einfach nur ein Drachentöter, der wird dann von vier Zwergen getragen und der macht auch eine ganze Menge an Schaden, aber das ist keine eigene Distanzklasse. Okay, ja, wir gehen einfach mal jetzt hier auf diese Seite und schauen uns an, wie der Kampf abläuft in verschiedenen Distanzklassen. Also ich habe ja schon gesagt, es ist eine Armeslänge ungefähr in Entfernung, wenn man auf N kämpft. Also Schwert gegen Schwert zum Beispiel oder Kriegshammer gegen Schwert und Schild jetzt hier I abgebildet. Wenn beide Leute in der gleichen Distanzklasse kämpfen, also beide kämpfen mit einem Schwert oder beide mit einem Kriegshammer, dann gibt es keine Probleme, dann ist alles okay. Dann gibt es hier kein Rumgehüpfe und Rumgespringe. Es gibt keine Sonderregeln, die man hier beachten muss oder beachten müsste. Das gilt natürlich auch, wenn beide mit Dolchen kämpfen. Das hätten wir jetzt hier zum Beispiel der Fall. Der eine Mann, der jetzt hier irgendwo bedroht wird von diesen zwei Dolchen,
Der ist dann natürlich unbewaffnet und dadurch, dass er keine Waffe in der Hand hat, ist er eben mit seinen Fäusten unterwegs und der andere führt seine Klingen, also die Dolche führt er im Handgemenge als versteckte Waffe und dementsprechend dann auch Haar. Da ist der Abstand zwischen den beiden natürlich etwas geringer. Die werden sich nicht auf Armeslänge, sondern etwas darunter aufhalten und kämpfen, je nachdem, wie lange dieser Kampf dann dauert. Aber auch hier, wenn beide auf der gleichen Distanzklasse sind, wieder keine Sonderregeln. Das gilt dann auch für Stab und diesen langen Zweihänder. Auch hier kein Problem, wenn beide in der gleichen Distanzklasse sind. Für P ist das natürlich das Gleiche, wenn beide dann irgendwie eine Pike in der Hand haben. Jetzt geht es aber auch darum, was passiert, wenn ich mit einer kleineren oder einer kürzeren bzw. längeren Distanzklasse kämpfe. Das ist jetzt nämlich das Eigentliche, warum sollten jetzt Diebe nicht mit einem Zweihänder rumrennen, bzw. haben Diebe überhaupt eine Chance, wenn sie gegen einen Ritter kämpfen? Denn der Ritter führt dann höchstwahrscheinlich sowas wie einen Andergaster. Der macht dann 3W6 plus 2 Schaden. Der langt also richtig zu. Und der Dolch macht dann sowas wie 1W6 plus 1, 1W6 plus 2, je nachdem, was ich habe. Hat er da überhaupt eine Chance gegen in langen Kämpfen? Wenn wir Distanzklassen rausnehmen und damit nicht spielen, hat er selbstverständlich keine Chance. Das heißt, ja, warum sollte der Dieb dann nicht auch zum Zweihänder greifen? Mit der Distanzklassen-Optionalregel wird es aber schon wieder sehr, sehr sinnig, warum ein Dieb dann mit Dolchen kämpft. Also, ich erkläre jetzt, warum. Springen wir einfach mal zu dieser kleinen Tabelle Distanzklassen. Hier geht es jetzt darum, wenn die Distanzklassen zwischen den einzelnen Parteien unterschiedlich sind. Einfaches Beispiel, ich gehe hier nochmal nach oben. Der Zwerg mit dem Kriegshammer auf N gegen den Dieb mit Dolchen, der kämpft also auf H. Seine Distanzklasse ist also eigentlich zu kurz für den Abstand, wenn jetzt der Zwerg angegriffen hat. Das heißt, der Zwerg entscheidet, er möchte ganz gerne auf N kämpfen. Ja, dann muss der Dieb erstmal versuchen, mit seinen Dolchen heranzukommen. Und vielleicht kann es auch sein, dass während er herankommt, schon Kriegshammer ins Gesicht bekommt. Das heißt, er muss unglaublich aufpassen. Seine Waffe ist eine Kategorie zu kurz. Sein Angriff wird jetzt also erschwert, wenn er reinstechen möchte. Und seine Parade ist nicht erschwert, ganz wichtig. Denn, naja gut, wenn jetzt der Kriegshammer in sein Gesicht kommt, dann könnte er, mit dem Dolch ist es natürlich schwer, aber regeltechnisch kann er mit diesem Dolch dann diesen Kriegshammer so ablenken, dass er nicht getroffen wird. Denn er kann seine Arme natürlich ganz normal bewegen. Er behindert sich ja jetzt nicht mit diesen kleinen Dolchen. Der wird ja in seine Richtung geschwungen und das sollte ihn eigentlich nicht behindern. Gut. Wir schauen uns also nochmal an. Waffe eine Kategorie zu kurz. Der Angriff ist um 6 Punkte erschwert. Die Parade, ja, nicht erschwert. Ja, das ist ja ganz schön ungünstig. Warum sollte der Dieb denn jetzt Dolche führen gegen jemanden mit einem Kriegshammer? Das macht dann ja noch weniger Sinn. Also A, er macht weniger Schaden und B, seine Angriffe sind auch noch erschwert. Das wird jetzt interessant, denn hier kommt dann die Initiative ins Spiel. Hat der Dieb eine höhere Initiative, und zwar 4 Punkte oder mehr. Das heißt, nehmen wir an, der Zwerg startet mit einer Initiative von 10 und der Dieb hat eine Initiative von 12, also nur 2 Punkte mehr. Dann greift der mit der höheren Distanzklasse, also in diesem Fall N, kann sich die Distanzklasse aussuchen. Wenn jetzt der Dieb aber schneller ist und höhere Reflexe hat, dann springt der einfach mal auf, ich sage jetzt einfach mal Initiative 16 gegen die vom Zwerg mit 10, dann ist er mehr als 4 Initiative-Punkte höher. Das heißt, er ist sehr, sehr schnell. Pro 4 Punkte Unterschied kann er eine Distanzklasse unterlaufen. Wir schauen uns das einfach mal an. Der Dieb sagt also, er möchte gerne auf dieser Distanzklasse stehen. Stehen sich also noch dichter. Jetzt behindert sich der Zwerg mit seinem eigenen Hammer
Und der Dieb hat keine Einbußen, er ist also in der Distanzklasse H für ihn, wie er es eigentlich haben will. Der Zwerg mit seinem Schild und mit der Waffe hat jetzt ein paar Probleme. Seine Waffe, die vom Zwerg, ist jetzt zu lang. Jetzt bekommt der Zwerg Einbußen von 6 Punkte im Angriff und in der Parade. Das heißt, auch seine Parade ist jetzt im Keller. Kann jetzt also mit dem Schild gar nicht mehr so sehr agil ja, gegenhalten. Das ist also schon ein Punkt, der extrem spannend wird. Wenn der Dieb mit einer hohen Initiative startet, dann kann er diesen Zwergenkämpfer extrem einfach auskontern. Das wird natürlich noch krasser, wenn er nicht gegen einen Zwerg mit einem Hammer kämpft, sondern gegen einen Ritter mit einem langen Zweihänder. Wir arrangieren das hier einfach mal und schieben diesen Dieb hier etwas heran. Und normalerweise startet der Ritter auf seine Distanzklasse. Okay, dieser Token ist jetzt eher sowas wie ein, weiß ich nicht, Abenteuer-Elf oder so, aber er hat jetzt einfach dieses lange Schwert in der Hand, deswegen bezeichne ich ihn einfach mal als, ja, er ist zumindest der S-Kämpfer. Langschwert. Gut. Ja, normalerweise, wie gesagt, entscheidet die höhere Distanzklasse. Wenn er hier auch bei 10 ist, sucht er sich das nur dann aus, wenn der Dieb nicht bei 14 ist. So, das heißt, wir sagen jetzt einfach mal, der Dieb ist auch wieder bei der 16, kann sich eine Distanzklasse unterlaufen und beide stehen dann in N, anstatt dass er in S steht. Ja, das bedeutet, dass die Waffe vom Dieb eine Kategorie zu kurz ist und die vom Ritter oder dem Schwertführer eine zu lang. Weil das für beide die ungeeignete ist. Ja, wenn der Dieb besonders schnell ist und dann nicht auf 16 steht, sondern sogar auf der 18, 19 oder sagen wir mal 20, dann hat er ja mehr als 4 wieder übrig. Das heißt, er kann noch eine Distanzklasse unterlaufen und dann steht er von der 20 minus 4 sind 16, minus 4 sind 12. Das heißt, er könnte sogar zwei Distanzklassen verkürzen und das tut er dann auch. Das heißt, der Dieb steht dann nicht in N, sondern er steht selber in H. Und das gilt natürlich dann auch für den Ritter, dass er mit seinem sehr, sehr langen Schwert, mit dem er eigentlich stechen sollte, gar nicht richtig ausholen kann. Vorausgesetzt, die Initiative des Diebes ist so hoch. So, dann steht der Dieb in seiner idealen H-Klasse, für ihn keine Einbußen. Jetzt steht allerdings der Ritter in den Kategorien, seine Waffe ist zu lang. Dann kann er gar nichts mehr tun. Das könnt ihr hier auch erkennen. Er ist unfähig, jetzt noch mit der vorderen Spitze irgendwie was gegen den Dieb zu machen. Weder Attacke noch Parade, es ist beides unmöglich. Also das ist jetzt der Faktor, wie ein Dieb mit einem Dolch, der nur 1 W6 plus 1 macht, den Ritter mit dem Andergaster besiegt, der 3 W6 plus 2 macht. Ja, die Alternative wäre eben gewesen, wenn der Dieb ja, nicht rangekommen ist, sondern seine Initiative ist einfach klein. Und der Ritter liegt wieder bei der 10, der Dieb nur bei der 12. Das heißt, er hat keine 4 Punkte übrig und die höhere Distanzklasse sucht aus. Das ist dann wieder der Ritter. Dann gilt, die Waffe vom Dieb ist 2 Kategorien zu kurz. Seine Attacke ist unmöglich, er kommt also mit diesem Dolch nicht ran. Selbst wenn er diesen Arm ausstreckt, wird er diesen Ritter niemals treffen. Seine Parade ist trotzdem 0, das heißt, wenn hier wieder die Spitze angerast kommt und zugestochen wird, dann kann er eben mit seinem Dolch diesen Dolch dann eben so in diese Spitze reinbringen und dann ablenken. Das würde also funktionieren. Aber auch er könnte, wie gesagt, keinen Schaden machen. Das heißt, der Dieb muss unbedingt versuchen zu verkürzen. Das geht auch. Ich habe ja jetzt gerade mit den Initiativen angefangen. Das gilt nur bei Kampfbeginn. Das heißt, wenn bei Kampfbeginn die Initiative 4 oder mehr höher ist, kann man vorher, bevor der erste Streich geführt wurde, kann man sich die Attacke aus, kann man sich die Distanzklasse aussuchen. Im späteren Verlauf, das heißt, wenn sie sich gerade schon bekriegen, bekämpfen und sie stehen auf N,
Dann müsste der eine versuchen zu verlängern und der andere müsste versuchen zu verkürzen. Ja, wie das funktioniert, erkläre ich auch gleich. Gut, dazu schauen wir in, ja, wieder Wege Schwerts und dort steht drin, wenn der Kämpfer näher herankommen möchte, also die Distanzklasse verringern will, dann muss er einfach attackieren. Da gilt dann aber auch, die Attacke ist dann zu dem aktuellen Modifikator hinzuzurechnen. Steht er also aktuell noch zu lang und er will verkürzen, weil er eine kürzere Waffe hat, dann gilt hier trotzdem die minus 6 auf seinen Attackewert. Wenn ihm das gelingt, diese Attacke, dann darf der Verteidiger parieren. Ja, gelingt die Parade, dann verändert sich gar nichts. Und ja, so würde das dann eben funktionieren. Da passiert gar nichts. Wenn die Parade misslingen sollte, dann geht die Attacke durch. Es wird keinen Schaden geben. Also man würfelt hier keinen Schaden aus, sondern sie stehen dann nur in der neuen Distanzklasse. Dann steht er von S auf N. Man kann prinzipiell sogar sagen, man möchte gleich um zwei Distanzklassen verkürzen. Auch das geht, da dann die Regeln von Wege des Schwertes Seite 79 beachten. Das wäre dann eine Modifikation von 8 Punkten. Ja, man kann das Ganze natürlich auch umgekehrt machen, wenn man jetzt also ein zu langes Schwert hat und der Mensch mit dem Dolch steht einem zu nah, dann kann man natürlich auch versuchen, die Distanzklasse zu vergrößern. Das ist wieder eine Attacke. Die ist dann unabhängig von der aktuellen Distanzklasse um 4 Punkte erschwert. Und die Attacke zählt auch als Angriffsaktion. Wird also anstatt eines regulären Angriffs gewürfelt und wenn dann die Attacke durchgeht, dann gibt es keinen Schaden. Diese Attacke kann man nicht parieren. Das ist ein bisschen fies. Wenn das gelingen sollte, eine AT plus 4, dann steht man einfach in der höheren Distanzklasse. Das kann nicht pariert werden. Aber man könnte dann natürlich selber versuchen umzuwandeln. Und selber wieder versuchen zu verkürzen. Das könnte man dann machen. Ja, je nachdem, ob man umwandeln noch kann, darf, nicht darf. Da müsste man sich dann wieder die Regeln zum Umwandeln angucken. Ja, das sind so die generellen Regeln zum Distanzklasse verkürzen, verlängern. Und warum es sinnvoll ist, sie so zu benutzen oder nicht zu benutzen. Denn ja, ich sag noch einmal die Prämisse. Der Mensch mit dem anderen Halbhänder, mit dem Zweihänder, der 3W6 plus 2 Schaden macht, der wird diesen Dolchkämpfer, egal was wie die Werte dieser Kämpfer sind, er wird ihn eigentlich immer besiegen. Denn wenn man einfach einmal zuschlägt, dann wird er höchstwahrscheinlich zuckend am Boden liegen. Und ja, da reicht ein einziger Treffer aus. Das kann der Dieb mit zwei Dolchen oder einem Dolch kann das eigentlich immer nur verhindern mit einer hohen Distanzklasse, mit einer hohen Initiative, also hohen Reflexen. Und dass er dann einfach so durchläuft, unterläuft, dass der Kämpfer dann wenig tun kann. Also wenn ihr euch das anguckt, Waffe 2 oder mehr Kategorien zu kurz, dann ist die AT einfach unmöglich, er kann keinen Schaden machen. Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn dann hin und her gehopst wird, ein Schritt nach vorne, ein Schritt zurück, und dann Distanzklassen wieder vergrößert und verkleinert werden sollen, von der einen Seite vergrößert, von der anderen Seite verkleinert. Da kommt dann auch leider kein Schaden bei rum. Das ist ein bisschen blöd geregelt, denn naja, so können sich Kämpfe eben auch massiv ziehen. Aber dazu dann auch wieder beachten, wie ich versuche, die Initiative zu beachten. Und sollte die Attacke nicht gelingen, kann man ja immer noch umwandeln und zweimal zustechen. Ja, das so der Versuch, mein Versuch einer Erklärung von Distanzklassen, warum das sehr nützlich ist.
Dann hatte ich euch noch versprochen, die Distanzklasse X zu erklären. Die ist an sich für Spezialisten, wenn man so möchte. Wenn man also mit einer Pike kämpft, mit einer Pike gegen einen Stab oder gegen ein Langschwert. Das ist hier die Pike. Und die kämpft jetzt gegen. Nehmen wir einfach mal diesen Zwerg hier rein. Das heißt, er kämpft auf N oder würde gerne auf N kämpfen, aber die Pike auf P. Dann gilt für den Zwerg, seine Waffe ist zu kurz, er kann nicht attackieren und er kann ganz normal parieren. Der Zwerg kann jetzt natürlich noch versuchen, die Kategorie weiter zu verkürzen, sodass er gerne auf S kämpft, dann kann er nämlich wieder angreifen. Die Pike könnte jetzt versuchen, obwohl sie schon in P steht, zu vergrößern, denn Distanzklassen vergrößern könnte er auch, dann steht er zwar selber in einer für seine Waffe zu kurzen Kategorie, also dann ist auch seine Waffe mit einem Malus von minus 6 belegt, aber prinzipiell, wenn man von P auf X vergrößert, das ist dann also die nächsthöhere, dann wäre das möglich. Das macht jetzt bei einem Kampf gegen eine Hiebwaffe macht das nicht so sehr viel Sinn. Aber zum Beispiel dann gegen den Schwertkämpfer, der auf S kämpfen möchte. Denn ja, die S-Waffe kann natürlich gegen P angreifen, aber gegen X nicht mehr. Das also ja für die spezial gelagerten Sonderfälle. Gesehen habe ich aber auch noch nicht, dass das irgendjemand macht, weil, naja, kommt wenig vor und wann kämpft man schon mal mit einer Pike? Die meisten werden irgendwie eine Distanzklasse mit NS nehmen oder so. Gut, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann kann ich natürlich versuchen, die zu beantworten. Ich hoffe, es war sinnvoll erklärt und damit beende ich das Video. Es geht sowieso schon viel zu lang und ich wünsche euch damit noch einen schönen Tag.